Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Willkommen an einem weiteren, sehr verregneten Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, euer Wochenende ist wahr. Gut. Ich muss gerade überlegen, welche Folge das müsste jetzt die Sonntagsfolge sein, glaube ich. Es müsste jetzt ein Sonntag sein. Ich hoffe, euer Wochenende war gut und ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Sonntag. So. Die Chickies habe ich mich schon mal gut gekümmert. Und ja, ich knuddel nicht immer jeden Tag jedes Tier. Darauf werde ich auch öfters mal im Livestream angesprochen. Das vergessen, das eine Tier zu streicheln. Dann stehe ich mir immer so, ja, okay, passiert. Ich lasse auch mal 5 Grad sein. Ich gehe da mal so drüber. Ja, hier, jeder kriegt mal so ein bisschen was ab. Stimmt's? So, wo ist? Ach da, oh, warum ist denn da Angst? Ellie, steckt dir schon nicht so. Damit sind wir durch. Ich habe übrigens auch offscreen diesmal ganz fleißig sämtliche Gerätschaften. Oh, ist denn wieder leicht befüllt. Hier muss ich mir dabei diesmal nicht zugucken. Wir müssen jetzt 6x4. Nein, 4x4. Oh Gott, wir brauchen 48. Ja, 48. Müssen 48 sein, ne? 48. 48 mal Saatgut brauchen wir heute. Das wird auf jeden Fall interessant. Gucken wir mal. Ich habe eine große Lilienernte. Ja, sieht schon ganz nett aus auf jeden Fall. 5000 nehmen wir wieder ein. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Geld. Wir können noch mal ganz kurz ins Doofi-Knomi-Doofi gucken. Vielleicht noch mal ein bisschen was an Fisch oder sowas mitnehmen. Wir gucken einfach mal. Du, 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 du. Platz da, hier kommt der Matz da. Was gibt's denn? Ups. Was hab ich bekommen? Oh, ne, Blaukrab haben wir, glaube ich, eh schon gehabt. Ein bisschen mehr, 4 Fische oder so. Wir können ja mal gucken, ob wir das alles schon haben. Man kann ja mal bei Rainer nachfragen. So, noch ein bisschen was zu mampfen. Oh. Ja, läuft, ne? Jetzt kriegt man langsam richtig schön viel raus. So. Schön. 100 Lebensmittelchen. So. Erstmal ja zurück zum Hof. Als allererstes würde ich mich gerne, wirklich sehr, sehr gerne, um meinen Goldhammer kümmern. Würde mir richtig gut gefallen. Dann können wir heute ein bisschen herumhämmern. Das ist mir ganz gut. Ist schon eine Sache, die man mal machen kann. So. Oh, nein, falsch. Ja, richtig. Hi! Hey! Hey! Werkzeuge, Goldhammer. Oh, 20.000 waren es sogar. Ich könnte sogar direkt einen Goldeimer machen lassen. Oder eine Goldgießkanne. Nein, das ist nicht. Aber Goldeimer würde da sogar drin. Aber, na. Tasche geht eh nicht mehr, ne? Nö. Okay, alles klar. Das war's auch schon, my friend. Ich weiß gar nicht. Puh, kriegst einfach mal ein robustes Bauholz. Hier. Da freut sich auch einer wie du bestimmt drüber. Du weißt, du willst mir was schenken? Danke. Okay, so gut fand das anscheinend doch nicht. Sorry. Dann halt nicht. Was gibt's hier Schönes? Ich könnte mal gucken, was ich brauche, um mein Haus zu vergrößern. Hey. Hallo, Nigel. Oh, Misaki. Schön, dich zu sehen. Ach, vergiss es. Du warst es noch. Brauchst du was? Ich bin heute eigentlich beschäftigt. Also, wenn es dir nicht zu viel verlangt ist, kannst du ein andermal wiederkommen? Oh, oh. Hallöchen, hier ist das Sandwich, was du bestellt hast. Richtig, danke. Weißt du, dein Timing ist perfekt. Ich habe gerade Tee aufgestellt. Möchtest du vielleicht, ich trinke gerne eine Tasse mit dir. Willst du auch was, Yume? Ja, in Gesellschaft trinken ist, trinkt es sich besser. Oh, armer Nigel. Normalerweise isst du doch mit deinem Sohn, oder Nigel? Ja, das Frühstück schon. Abends essen wir nur zusammen, wenn wir beide Zeit dafür haben. Worüber sprecht ihr zwei denn so? Na, über das Übliche eben. Wir reden über das Wetter oder eben, was im Wald in dieser Zeit so los ist. Hihi, ihr fühlt euch da naturistisch zu Hause, was? Nein, so wollte ich das nicht ausdrücken.
Du solltest mal mit deinem Sohn im Bistro vorbeischauen. Ich gebe euch einen Rabatt als Dankeschön für den Tee. Danke, ich werde mit ihm drüber reden. Und du bist natürlich auch wie immer willkommen, Yumi. Und er so, oh, Alter, Nigel, was habe ich dir getan? Ja, du wirst schon Misaki ranmachen, ist mir schon klar. Ja, du, magst du robustes Bauholz? Ah, danke, das nützt mir etwas. Immerhin. Hallo. Hausarbeiter, wie viel kostet das? 30.000, das geht sogar. Oh, das kriegt man sogar hin. Also, jetzt gerade nicht, aber die Materialien hätten wir. Die würden wir zusammenkriegen. Also, das nächste ist vielleicht, ne? Und nur noch mal so ein, zwei Pilzstämmchen. Wäre eigentlich besser, ne? Eigentlich schon. Ah, ja, warte mal, kosten die was? Warte mal. Also, sie kosten was, aber die kosten nur Geld, ne? Ja. Na, kann man mal probieren. Das können wir mal probieren. Hühnerstahl, Silo, Bienenstock. So. Oh. Rolf, du hier? Wann hast du denn eigentlich Geburtstag, Rolf? Du hattest vorgestern. Oh, ja, stimmt. Da macht die, glaube ich, so halbwegs ganz gerne. Muschelsuppe? Willst du nicht selbst essen? Danke. Oh, wie das sich freut. Danke, das ist toll. Das ist offensichtlich guten Geschmack. Ich weiß, Rolf. Ich weiß. Ich gebe mir Mühe. Ah, oh je, mini. Wo sind hier alle? Einfach mal random überall reinlaufen. Hey Norman, was geht? Magst du amerikanischen Flussbarsch? Mm, danke, das ist lieb von dir. Oh, das ist sogar Sydney da. Sydney mag ganz gerne Joghurt, aber ich habe noch keine Joghurtmaschine auf meiner Farm. Deswegen wird es heute wohl nur eine heiße Milch. Das habe ich zu viel gehabt. Joghurt? Nee, habe ich nicht. Du kriegst eine heiße Milch. Ich hoffe, das ist auch okay. Das ist sowas ähnliches wie Joghurt. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Ist Laura da? Nee, die muss draußen arbeiten beim Regen. Das arme Mädel. Das arme Mädel. Die hat es echt nicht leicht. So. Grüß dich. Ich habe heute einen besonderen Käsekuchen gemacht. Hättest du gern ein Stück? Na klar, klingt mal lecker. Ich nehme eins. Kommt gleich. Ach, das war das letzte Stück. Tut mir leid, Yumi. Du musst ihn unbedingt ein andermal probieren. Welch unseliges Schicksal, dass du diesen himmlischen Leckerbissen niemals kosten mögest. Nein, kein Problem. Du kannst meins haben. Potzblitz und Zuckerguss. Welch grandioser Großmut. Ich habe nicht mit dir geredet, Kumpel. Wie? Oh, das ist so nervig. Du bekommst keinen Käsekuchen mehr, Abgötz. Du hast dir schon 3 Stück geschnappt. Mein Stück kannst du jedenfalls ihr geben, Misaki. Oh, in Ordnung. Ich bringe dir das gleich. Welch kreisliche Verschwendung, das letzte Stück jemanden anderen zu offerieren. Was laberst du da? Du weißt doch schon, wie toll das der Käsekuchen ist. Ach, sie sollte den auch mal probieren können. Ach, und Misaki, die Rechnung übernehme auch ich. Ach, das ist aber großzügig von dir. Ach, du bist genau wie dein Vater. Wahrlich, meine Güte ist unermesslich. Deine Güte ist unermesslich, junger Mann. Wie werde ich es dir jemals vergelten? Ich hab doch gesagt, ich rede nicht mit dir. Oh Mann, ey, das ist so nervig. Ich fand eigentlich Götze ganz okay, aber er ist irgendwie... Ach, ich weiß nicht, er ist einfach anstrengend. Hier ist ein Salat. Juhu, danke, das gefällt mir. Okay, Blair mag Salat. Ich weiß nicht, was... Hier ist so eine Muschel. Oh, wie schön, das mag ich. Ich mag dich. Und ich weiß auch, wer dich auch noch mag, Misaki. Der liebe Nigel, der steht voll auf dich, lol. Entschuldigung. Dam, 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 da, dam. Ich kann nicht aufhören damit. Ah. Was ist denn hier los? Ich habe in letzter Zeit einfach kein Glück. Ich habe mich so gefreut, eine Party für die Ausstellung zu schmeißen, aber das wird jetzt nichts. Ach, Gloria ist echt eine Spielverderberin. Heute habe ich wieder ganz viele Events hier. Ich verstehe nicht, warum es nicht wenigstens eine Party geben kann, wenn es schon keine Ausstellung gibt.
Ist vielleicht eine Generationsfrage. Wir müssen uns einfach anpassen und daraus lernen. Ach, und übrigens hilfst du mir ja immer, also müsste ich mich wenigstens mal revanchieren. Kann ich dir irgendwie helfen? Kannst du mir mal deinen Hof zeigen? Sehr gerne. Danke. Ach, ich wusste, dass du da mitmachst. Hast du jedenfalls Lust auf einen Spaziergang? Und gehen wir jetzt im Regen auf meinem Hof spazieren? Tatsache. Ach, ich habe irgendwo gehört, dass der Hof mal deinem Opa gehört hat oder sowas, Ach, da muss er ja schon echt alt sein. Also der Hof. Würdest du mir irgendwann mal dein Zuhause zeigen? Da verstecken sich bestimmt tolle Relikte aus der Steinzeit. Im Gegenzug zaubere ich dir ein ganz besonderes Essen. Ich bin eine ziemlich gute Köchin, wenn ich das mal so sagen darf. Hast du vielleicht Vorlieben? Was benutzt du denn so von normal für Gewürze? Hast du schon mal mit Sojasauce gekocht? In dem Land im Fernen Osten geben die offenbar zu absolut allem die dazu. Dusetsu hat mir vor kurzem eine Flasche gegeben. Ich bring die mal mit. Wäre nett hier mal schön zu kochen. Wir machen das dann im Steinzeitstil und machen ein Feuer mit zwei Stöcken, die wir aneinander reiben. Wenn das Essen dann fertig ist, tanzen wir die restliche Nacht. Also, im Ernst jetzt? Das klingt total super. Das müssen wir unbedingt mal machen. Versprich mir aber, dass du mit mir bis zum Morgen tanzt. Das ist ein wildes, kleines Partygirl. So. Hey. Ich hoffe, ich kann bis mir... sie möchten sich das Feuerwerk nächstes Jahr mit Lars ansehen. Little Cutie. Hier hast du ein Stück Eisenerz. Mag sie das? Danke, ich werde gut drauf aufpassen. Oh, schade. Ganz so sehr begeistert ist sie davon anscheinend nicht. Hallo. Kann ich Fisch spenden? Oh, Tatsache. Zwei sogar. So. Ich bin jetzt mal hier ab. Schön, erstmal alles abgeben. Ich bin eine faule Sau, ne? Mache ich auch im Livestream genauso. Lass mir die ganzen Fische einfach immer von den Gnomen geben. Ach ja, Foto geht ja auch. Wir haben mal den Affen. Ich lasse mir einfach die ganzen Fische immer von den Gnomen geben und spende die hier, weil ich so eine faule Socke bin. Ich muss irgendwann mal durchgehen, was ich alles habe dann am Schluss und was ich noch brauche und was ich dafür machen muss. Ich glaube, bis zum Ende geht diese Strategie eventuell nicht auf, aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, die Blaukrabbe auch noch abgegeben und dann sind wir auch schon durch hier. Das war's auch schon. Gut. Ja. Erste Oregano. Danke. Bringt vielleicht nicht viel, aber ein paar Freundschaftspunkte kann man, denke ich mal, durchaus schon haben. Wow, das nehme ich gern. Nimm mal hin. Anscheinend mag Reyna Oregano. Warum auch nicht, ne? Oregano ist ganz nice, denke ich. Okay, so. Oh, gute arme Laura. Muss hier stehen und die ganze Zeit warten, dass irgendwelche Touristen kommen. Oh, sehr lieb von dir. Bitteschön. Die Arme, immerhin ist das Ding überdacht, aber wirklich wetterfest scheint das trotzdem nicht zu sein. Das arme Mädel. Oh, schon wieder ein Event. Was ist denn hier los? Hallo, Raoul. Stimmt was nicht? Du wirkst bedrückt? Oh, hallo, Ralph. Ich suche nach etwas. Um genau zu sein, suche ich nach einem verlorenen Ring. Ein Ring also? Da dürfte wohl schwer zu finden sein. Es ist ein Ring, der Manuela viel bedeutet. Er hat den Stein, der die Farbe wechselt, wenn er nass wird. Emilio wollte wissen, was passiert, wenn er mit Salzwasser in Berührung kommt und hat ihn mitgenommen. Und dabei hat er ihn wohl verloren? Ah, wenn das so ist, helfe ich dir. Was? Du hilfst mir? Also falls du ihn findest, könntest du vielleicht behaupten, dass Emilio ihn gefunden hat? Er steckt echt in Schwierigkeiten, wenn er den Ring ja überhaupt... weil er den Ring auch erst genommen hat. Kein Problem. Vielen, vielen Dank. Ist das der Ring, den du gesucht hast? Oh, hast du ihn gefunden?
das ist er, ja. Oh, ich bin so froh, dass er noch heil ist. Okay, ich werde die Emanuela zurückgeben. Klingt gut. Ich muss auch los. Ich muss mit meinem Training weitermachen. Danke, Ralf. Und vergiss nicht, wir müssen so tun, als ob Emilio den Ring gefunden hätte. Ja, cooler Typ, ey. Richtig cooler Typ. Oh Mann, so spät. Was ist denn jetzt los? Ich kann nicht mal hier zwei Schritte laufen, ohne ein neues Event zu triggern. Was ist denn hier heute los? Hey Yumi, genau das wollte ich sehen. Ich könnte jemanden zum Touren gebrauchen. Möchtest du deinem alten Freund Jacobo helfen? Ich bin ganz so. Danke dir. Heute ist ein schlimmer Tag. Mein Geldbeutel ist ins Meer gefallen. Warum fallen den Leuten hier andauernd die Sachen ins Meer? Und da findet man ihn kaum. Hilfst du mir? Wie das passiert ist? Könnte sein, dass ich gerade eine Banane gegessen habe und dann den Geldbeutel mit der Schale verwechselt habe. Geh du und fang an ihn zu suchen. Und ich muss mich aufwärmen. Ja, da drüben, ungefähr in dem Bereich. Oder war es an einer tieferen Stelle? Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, oh nein. Sie ist am Ertrinken. Halt ihr durch, ich hole Hilfe. Jacobo, ey, was ist los? Da drüben, wo die Blasen aufsteigen. Da ist Yumi. Verstehe. Warte hier, ich werde sie retten. Alles in Ordnung, Yumi? Ein Glück, du atmest noch ganz normal. Ja, wenn ich dich nicht in dem Moment zurück an Land geholt hätte, wäre es eng geworden. Aber was machst du denn mit deinen Klamotten im Meer? Im nassen Klamotten kann man sich noch schwer bewegen und die Rückströmung hier ist echt schlimm. Na, die Belehrung sollte ich mir wohl für später aufheben. Ach ja, ich werde ihr nachher was erzählen. Danke, Laura. Ich habe übrigens ein Geldbeutel in der Nähe der Stelle gefunden, wo ich dich gerettet habe. Muss dir wohl aus der Tasche gefallen sein. Haha, wie lustig. Ja, der ist meiner. Wie? Yumi hat also in den Fluten nach deinem Geldbeutel gesucht? Ja, so ist das wohl. Es tut mir leid. Jacobo, nächstes Mal kommst du zuerst zu mir, bevor sich arme Unbeteiligte in die Strömung stürzen, okay? Jawohl, alles klar. Oh boy, das war so schlimm wie Götz. Oh, wir haben ja schon so ein paar Experten. So, noch ein Event? Nein, diesmal nicht. Ich dachte schon. Hier, ich glaube, sie mag ganz gerne gegrillten Fisch, ne? Hier, bitte. Oh, krass hier ist. Krass hier ist. So, was haben wir denn noch? Eine blaue Grabbe. Hey, magst du blaue Krabben? Jo, danke, darf ich das wirklich haben? Vielen Dank. Okay, es schien ihm gefallen zu haben, die Blaukrabbe. Noch eine Schneekrabbe. Hey Markus, magst du Schneekrabben? Ah, du hast an meinen Geburtstag gedacht? Bald hätte ich ihn selbst... Oh, er hat einen Geburtstag. Ups, na mal hin. Und das hat vielleicht eventuell ein paar Pluspunkte gebracht. Vielleicht. Weiß nicht, hier Kastanienmunaka. Na, ah, gut, schaut ich mir dieses selbst. Bist du sicher? Naja, ich nehm's gern. Okay, wirklich begeistert war, glaube ich, davon nicht. Aber naja, man tut, was man kann, ne? So, nachdem ich jetzt hier 10.000 Events hatte, fliehe ich immer ganz schnell auf den Hof, bevor jetzt hier noch irgendwas passiert. Man will nicht hier wieder irgendwo reintreten. Ach Mist, ich muss noch ganz viel Saatgut kaufen. Hätte ich fast vergessen. Da muss ja auch noch was passieren. So, gemischt waren. Tomatensamen, Paprika, Melone, Ananas, Ananas... 6 Tage? Schafft man das noch? Nee. Schafft man nicht mehr. Gibt's irgendwas? 5 Tage sieht schon mal gut aus. 6 Tage weiß ich gerade nicht. Frühling, Sommer und Winter. Kartoffeln aber nicht im Herbst. Interessant. Frühling und Sommer. Sommer, 8 Tage. Wir nehmen einfach mal Kürbisse. Kürbis-Großernte. Los geht's. Das muss auch mal sein, ne? Ich meine, weil das ist ja auch Herbst. Herbst ist Kürbiszeit, denke ich mir so. Mach mal einfach mal. So, schauen wir mal. Los geht's. Und dann
Endlich. Finally. Eventually. Ja, es ist doch relativ früh, ne? Gerade mal 1 Uhr nachmittags. Aber ich habe jetzt hier so viele Events gerade wieder zufällig aneinander gesehen. Das ist echt schlimm. Eigentlich wollte ich schon ein bisschen mein Zeug verteilen, mein Hammer auf Gold machen und etwas Saatgut kaufen. Und dann eventuell noch 1, 2 Fische abgeben. Habe ich auch geschafft, aber es kommt doch mehr dazwischen als gedacht auf jeden Fall. So, oh. Da habe ich mich wohl irgendwie um 2 Fische. 48. Na klar, 48. Wie komme ich auf 6? Wie komme ich auf 46? Ich habe gerade keine Ahnung. Was? Okay, zum Glück ist es ja nicht weit, ne? Ich kaufe nochmal schnell 2 nach. Und ich habe eh, Pilzsporen vergessen. Da würde ich, glaube ich, auch noch welche kaufen wollen. Oh, nee. Oh. Oh. Vielleicht noch mit so. Dann noch das letzte Aussehen. Und dann würde ich mir gerne mal ganz kurz so, ja, die Mine von innen ansehen. Das wird auf jeden Fall was. Da, warte. Die Radieschen von unten, nein. Die Mine von innen. Klingt irgendwie, Radieschen von unten ansehen, die Mine von innen, das klingt irgendwie echt gleich. Also, als ob es das Gleiche stehen würde. Die Mine von innen ansehen. Mal in den Berg reingucken, in die Erde reingucken, so wie halt eben, tja, tot sein, begraben werden. Ja, ich bin gut darin, neue Sprichwörter mir auszudenken. So, jetzt geben wir mal jetzt gleich noch in die Kisten rein, das Zeug, und dann geht's auch endlich mal los. Ich will mal ein bisschen rumlümmeln. Ist er schon fertig? Nee, hä? Nee, es dauert noch ein bisschen, alles klar. Ah, hier, letzten Eisenbahnen sind jetzt auch fertig. Ja, ne? Ich habe nichts mehr, was ich einschmelzen kann an Bahn. Wir brauchen auch ein bisschen Gold. So, wo ist der wunderschöne Hammer? Wo ist mein Hammer? Was ist der hier? Da ist er. Billige Eisenhacke mal raus. Ja, den muss ich auch mal aufbessern. So, jetzt habe ich einen Goldhammer, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Look at this. Okay, es geht. Es könnte nicer sein. Ich schwöre, den kann man nochmal upgraden, das ist noch krasser. Habe ich im Livestream, bin ich natürlich schon ein Stückchen weiter. Oh. Yay, ich bin eine unerfahrene Imkerin. Kann ich eigentlich jetzt schon irgendwie aus dem Waben Honig gewinnen? Habe ich da schon was gelernt in die Richtung? Das muss ich mir, glaube ich, mal noch genauer angucken. Na gut. Habe ich gerade eine Blume bei mir, die ich reinstopfen kann? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Gehen wir trotzdem einfach nochmal kurz rein. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie schnell das Gold zertrümmert wird. Das Gold muss zertrümmert werden. Da ist es. Hm, das geht ja da gerade nicht. Oh ja, 1/3. Macht man das 3-mal, dann das ist, lohnt sich. So. Warum nicht, ne? Kriegt man auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Es geht schon um einiges schneller. So. Dann können wir jetzt auch mal ein bisschen reingucken. Mal wieder. Was haben wir denn hier so Schönes? Ah, Silber brauchen wir viel. Machen wir Silber nehmen. Das ist sogar ein Loch. Huch. Hallo? Ich habe immer Probleme zu treffen. Ich gehe mal weiter runter. Treffen wir vielleicht eher auf seltenere Sachen. Ja, warum nicht? Ist es halt eben auch jetzt vielleicht auch nicht so spannend für euch, ne? Also wie gesagt, diese Erkundungstouren hier, die würde ich wirklich auch ausgedehnter alleine machen wollen. Ich laufe einfach wirklich noch rum und sammle Zeug. Was ich mit euch aber gemeinsam machen möchte, ist zum Beispiel gemeinsam ganz nach unten mal zu gehen. Das ist, denke ich mal, auch eine wichtige Erfahrung. Hoch. Zack. Zack. Aua! Blöder Maulwurf. Denk wohl, das ist was Besseres. Ah, hier ist ein goldenes. Ja, Gold ist wichtig, Silber ist aber auch noch wichtig für vieles. Gerade für die Pumpen zum Beispiel. Für eine Pumpen brauche ich ja auch noch ein paar, die ich bauen muss. Und jetzt brauchen wir viel Silber und auch viele von den Ziegeln, ne? Das wird auf jeden Fall auch noch mal einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Das ist alles irgendwie erstmal irgendwie zusammenzukriegen. Ach, herrje. Na.
Ich bin erst im Treffen. Ah. Ah, was soll's, ich nehme das Loch. Schade, dass man auch in der speichern kann. Dass man sagt so, ja, das war mein niedrigstes Level, dann mache ich jetzt weiter. Aber es ist eben auch kein unendliche, es ist keine unendliche Mine. Dong. Gut. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen rumbuddeln. Und ja, wir sehen uns dann einfach dann das nächste Mal wieder. Mit Zeit für mir Let's Play Story of Seasons. Ich denke mal, bald müsste zumindest eines der, also mein Küken schlüpfen vielleicht. Ich weiß gerade gar nicht mal, wann wir das mit den Küken mit der Befruchtung gemacht haben. Aber das dauert, glaube ich, nicht allzu lange. Das müsste, denke ich mal, in absehbarer Zeit auch da sein. Wir gucken mal. Ich sammle bis dahin auf jeden Fall ganz viel Gold und Silber. Das ist gerade ziemlich wichtig, glaube ich mal. Gut, dann danke fürs Zusehen. Und wie gesagt, wenn ihr... Oh Gott, jetzt bin ich in das Loch hingefallen. Wenn ihr mehr Story of Season sehen wollt, schaut gerne mal auf meinen Twitch. Da streame ich regelmäßig. Und ja, bye.